Ich habe zwei Beispiele. Natürlich, das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist unser Crowdfunding, gerade eben passiert, wo ich auch nicht alleine geführt habe, sondern mit meinem Mann und Co-Geschäftsführer und Co-Founder Oliver, wo wir einfach gesagt haben, wir gehen dieses Wagnis an, diese Finanzierung durch die Crowd, etwas vollkommen Neues, das hatten wir vorher noch nie gemacht und haben auch das ganze Team genau so darauf eingeschworen, sorry, jetzt kommt der Muttersprachler in mir, also wir haben das ganze Team eingeschworen, da drauf zu sagen, komm, wir erarbeiten uns das auch alle neu, keiner ist alter Hase Profi in dem Gebiet, wir denken es alle gemeinsam und schauen zu, dass wir uns bestmöglich präsentieren und dass wir so viele Leute wie möglich animieren, uns da zu unterstützen und das hat sehr gut geklappt. Prinzip war sehr schnell, Konzepte zu erstellen, Konzepte zu testen, also schnelles Prototyping, viele Leute einzubinden und dann ein Produkt zu haben, an dem wahnsinnig viel Herzblut da reingeflossen ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo wir alle packen konnten und sagen konnten, komm, wir schaffen das. Und das hat auch sehr gut geklappt. Ich habe noch aus meiner Vergangenheit ein anderes Beispiel, das ich jetzt auch nicht weiß, ist es positiv oder negativ. Es war aber mit unglaublich starken Gefühlen verbunden. Und zwar, das war der Moment, wo wir Farms Hamburg aufgebaut haben. Und uns ist kurz vor der Eröffnung der Schule passiert, dass wir die Genehmigung nicht erhalten haben. Ich erspare dir die Details, warum, wieso und was es passiert ist. Und ich habe mich vor den Eltern hingestellt und habe denen erzählt, dass es jetzt nicht klappt. Und ich hatte eine Mutter, eine Amerikanerin, die mitten in diesem ganzen, in der ganzen Enttäuschung mir gesagt hat: Pass mal auf, ihr könnt eure Idee jetzt nicht aufgeben. Ich bin Amerikanerin. Ich bringe mein Kind zu eurer Schule, egal ob ihr genehmigt seid oder nicht. Und ich will sehen, dass die Polizei hier kommt und mein Kind wieder rausträgt. Und dann haben sich weitere Eltern dazu gesellt. Und in dem Moment musste ich als Kopf des Ganzen eine Entscheidung treffen und habe gesagt, okay, wir machen das. Ich wusste, dass ich auf einen Aufsichtsrat und auf Investoren zählen kann, die diesen Weg mit uns mitgehen. Und wir haben tatsächlich eine Schule mit unserem Team, mit unseren Leuten, mitten in so einem totalen politischen Tumult tatsächlich ohne Genehmigung aufgemacht. Und ich habe noch nie ein Team in einer Schule erlebt, das so zusammen, wie heißt das? Ich habe noch nie Zusammengearbeitet. zusammengeschweißt wurde, genau so heißt es. Ich habe noch nie ein Team erlebt, das so zusammengeschweißt war über die ersten Jahre, das durch dick und dünn zusammengegangen ist, weil dieses sie einfach zusammengebracht waren, weil sie ein gemeinsames Ziel hatten.